Alle diese Strukturen wollen wir hier weiten und dabei können die Schultern nach hinten unten gleiten. Die Wirbelsäulenbewegungen, die Wirbelsäulenmobilisierungen kannst du in verschiedenen Ausgangsstellungen durchführen. Hier oben findest du einen Link, wo ich sie im Vierfüßlerstand gezeigt habe. Im Vierfüßlerstand ist der Hub, genauso wie in Rückenlage, sehr gering. Im Sitzen steigt der Hub. Natürlich steigt er noch weiter, wenn wir stehen und dann gegebenenfalls noch Gewichte oder Materialien mit hinzufügen. Du kannst die Übung, die wir heute machen, auf einem Hocker machen. Idealerweise ist der Hocker etwas in der Sitzhöhe höher als eine normale Sitzfläche, dann ist es leichter mit der Übung. Du kannst dir auch ein Sitzkissen nehmen oder wie ich das mache, im Fersensitz. Ungünstiger ist der Schneidersitz, weil wir da ja schon tendenziell mehr in die Flexion hineingehen. Die erste und wichtigste Übung, vor allen Dingen morgens, für das Längsband hinten ist das Einbeugen. Und strecken. Nun ist es aber so, dass viele hier die Bewegung einleiten vom Kopf. Die Bewegung wird aber eher im Brustbereich geleitet bis runter zur Lendenwirbelsäule. Deshalb hier auch die einzelnen Körperabschnitte nochmal, wohin sie sich bewegen. Das Becken, für dich markant an den vorderen oberen Beckenpünktchen. Spina iliaca anterior superior. Diese beiden hier vorne, die bewegen sich nach hinten, jetzt nach oben und nach vorne und unten. Das bewirkt vor allen Dingen im lumbalen Bereich dann Lordose, eine Verstärkung der Lordose, Minderung der Lordose bis zur Aufrichtung. Und die Beugung. Hier bitte keinen Druck in die Lendenwirbelsäule geben. Das reicht, wir gehen einfach in die Bewegung hinein. Weiter oben ist die Bewegung natürlich sehr stark limitiert durch den fassähnlichen Aufbau in deiner Brustwirbelsäule. Denn dort hängen ja deine Rippen mit dran. Aber besonders deshalb ist hier der Fokus wichtig. Nach oben weitergehend, wieder weniger Intention reinlegen, sondern das ist eher so ein weiches Hineingleiten mit der Atmung. Der Fokus liegt also, wenn wir die gesamte Wirbelsäule betrachten, auf dem Brustkorb. Brustbein geht nach vorne, oben wird weit, geht nach hinten und unten. Das ergibt sich aus der Biomechanik auch. Weil die Rippen ja so nach vorne unten zum Brustbein gehen. Auch das Brustbein ist hier gelenkig verbunden. Keine echten Gelenke, sondern eher so weiche Gewebeverbindungen. So kannst du dir das vorstellen. Und wir haben hier auch eine Stelle, wo das Brustbein unterbrochen ist. In ein höheres Stück und in ein tieferes Stück. Alle diese Strukturen wollen wir hier weiten und dabei können die Schultern nach hinten unten gleiten. Wir wollen die Schultern lösen, dann haben wir hier auch so eine Gleitbewegung der Schultern. Das können wir gleich bei dieser Übung mitmachen. Ich zeige das jetzt dadurch, dass ich die Arme so mit an die Schultern lege. Und hier gehen die Schulterblätter zum gegenüberliegenden Beckenbereich. Kiefergelenk locker, damit wir vom Nacken her keine Spannung haben. Diese Übung ist sehr wohltuend. Was ich selber nicht so schön finde im Eigenkörpergefühl, ist dieses Einrollen von oben nach unten und dann von unten nach oben aufrollen. Aber probier es ruhig auch mal aus, wie es sich bei dir anfühlt. Kann ja auch bei dir diese
die Idee der Durchführung angenehm ist. Ich finde das mit dem Brustbein so schön, dieses oh, weit werden. So. Die zweite Übung für die Wirbelsäule, um sie zu mobilisieren und zu unterstützen und weich zu machen, weit zu werden, ist die Rotationsbewegung. Die Chinesen sagen ja, Schwitzen und Rotation, das sind die wichtigsten Dinge. Also einmal am Tag schwitzen und die Wirbelsäule um die Körperachse drehen. Zur Mitte, kurz warten. Andere Seite, die Kopfumwendbewegung wird dabei gar nicht so fokussiert, sondern es geht eher so, dass der gesamte, dass es wie ein gesamter Stab so sich verwindet, aber nicht mit dem Fokus Lende oder Halswirbelsäule. Auch hier wieder der Fokus auf den eher stabileren Bereich, dass der weich mitbewegt. Deshalb können wir hier auch ein bisschen mit den Armen, mit den Händen mitdrücken. Im Alltag sind die Rumpfbewegungen immer als Ganzkörperbewegung. Das heißt, der Körper soll lieber rotieren, anstatt die Wirbelsäule. Insbesondere bei Arbeiten, nehmen wir mal zum Beispiel das Fegen, da muss man nicht immer krumm stehen und aus der Wirbelsäule diese Bewegung machen. Das kann man wie Tanzschritte auch durchführen. Alle diese Bewegungen können wir mit der Atmung koppeln. Zum Beispiel einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, so ein bisschen stärker werden. Natürlich ist die Atemmechanik in der Rotationsstellung eingeschränkt. Wenn dich das anstrengt oder irgendwie bedrückt, dann nicht so stark machen. Und man kann mit dieser Atemübung so Wirbel für Wirbel von unten nach oben, so als wenn man so klack, 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 jeden Wirbel so ein bisschen lösen möchte. Das ist eine total schöne Übungsart. So, und jetzt von unten mit der Einatmung bis hoch. Und oh. So, dass man das Gefühl hat, man geht so, man putzt so einmal die Wirbelsäule von unten nach oben. Das ist ja fast schon Kriya-Yoga, ne? Putzen der Wirbelsäule von innen ist Kriya-Yoga. So. Das ist so schön an der Kriya-Yoga-Übung, dieses beständige, einfach sauber machen. Alles, was an Ballast ist, wird rausgeworfen und einfach nur noch leer werden. Ja, und wir haben natürlich auch diese Seitneigebewegung. Das ist in der, können ja in drei Dimensionen. Und das ist, deshalb mache ich das gerne so auf dem Fersensitz, weil dann wird dieses C, dann kann ich so auf die Ferse aufrollen. Gibt auch die Variante, dass man das so auf den Sportkreisel macht. Das ist auch eine schöne Variante. Zeige ich später vielleicht mal. Ich habe ja immer so viele Übungsideen, da weiß ich immer gar nicht, was ich als erstes zeige. Aber ich habe erstmal gedacht, erstmal so ein paar Basics. Oh, dann kann man den Kopf hier hängen lassen, dann ist vielleicht der Trapezius in Dehnung. Kiefergelenk bitte wieder locker lassen. Und hier bei der nicht zu weit vorneigen, sondern lieber ein bisschen zurück. Dann hast du hier die Scaleni-Muskulatur noch mit drin. Oh. Ach ja. Oh. Ja, und das ist auch nochmal so dieses, ich gehe in die Übung, ich denke gar nicht so viel nach. Ich bewege mich einfach, mach das doch auch so. Geh einfach auf die Matte, setz dich auf den Stuhl, nimm dir eine Zeiteinheit, wo du Zeit hast und beweg dich. Gar nicht viel nachdenken.
Beim Zähneputzen tun wir das auch nicht. Wenn du nachdenken würdest, ob du Zähne putzt, ist jetzt gerade ungünstig, muss jetzt was anderes machen. Der Kopf, der hat immer irgendwas, der Ego hat immer irgendwas, ich müsste, ich sollte, hat immer irgendwas Wichtiges. Bewegen heißt einfach, du nimmst dir deinen Korridor für dich und dann gehst du in die Bewegung. Und das muss gar nicht so doll sein. Das ist so, wie wir gerade jetzt die Wirbelsäule geübt haben. So einfach ist das. Also übe mit Freude, übe wohlig. Das ist eine schöne Wirbelsäulenübung. Mach sie in Dosierung, wiederhole lieber häufiger. Versuche sie weich zu machen. Versuche die Bewegung harmonisch in deinen Körper zu führen. Viel Spaß dabei!